Naja, da haben sich die Zeiten ein bisschen geändert. Wir sind beim nächsten Spiel, das heißt Josko Ried gegen Rapid, das Duell 8. gegen 9. Wer hätte das gedacht? Die Oberösterreicher hoffen dabei auf den zweiten Heimsieg, die Hütteldorfer auf das Ende einer schwarzen Serie und einer, der dabei helfen soll, ist der deutsche Thomas Sopozik. Und da haben wir den deutschen Sopozik heute im Mittelfeld aufgeboten, also zwei Deutsche neben Gerhard Poschner. 6000 Zuschauer, Alfred Tatar, er wollte endlich den zweiten Heimsieg im Herbst. Was ein echter grün-weißer Fan ist, der hat natürlich auch ein grün-weißes Handy mit. Sie wartet gespannt auf das Match und vielleicht auch auf ihn, auf Lothar Matthäus. Stimmung gut, strahlender Sonnenschein zu Beginn im Rieder Stadion. Die Gastgeber von rechts nach links in Schwarz-Grün. Erstmals über Acker Gündüz im Duell mit Radajcik. Acker Gündüz sehr beweglich, holt da einen Eckball heraus, der allerdings dann nichts einbringt. Das ist Radajcik. Heute wieder Libero bei Rapid Ivancic neben Wallner, zweite Sturmspitze. René Wagner noch nicht ganz fit und daher auf der Ersatzbank vorerst. Die Rieder leicht überlegen, rettet Markus Hieden nach dieser Hereingabe von Rothbauer. Und dann erstmals die Hütteldorfer. Foul an Wallner, der effektivste Stürmer der Hütteldorfer. Aber schon in der Anfangsphase ist zu sehen, Rapid tut sich schwer, das Mittelfeld zu überbrücken. Ein Königreich für einen Andi Herzog. Freistoß, Wallner. Und keine Probleme für Andreas Michel im Tor der Rieder. Dann wieder Acker Gündüz. Immer wieder, wenn er antritt, herrscht Gefahr in der Rapid-Deckung. Dann Glasner, gut gemacht von Glasner. Achtung, Attacke! Das Publikum fordert Elfmeter bei dieser Attacke von Jasic. An Glasner schauen wir noch einmal hin. Eindeutig Ball gespielt. Entscheidung also von Schiedsrichter Mossberg richtig. Kein Elfmeter in dieser Szene, so etwa nach einer guten Viertelstunde. Dann wieder Acker Gündüz. Da hat er Pech gehabt. Verstolpert in dieser Szene. Aber er hat sich wieder freigelaufen. Radovic nicht dabei heute, der ehemalige Rapidler bei Ried. Und wieder Acker Gündüz. Wechsel, diesen scharfen Ball mit der Brust heruntergenommen und keine Probleme für Helge Peier. Meier, Kautz, Bridge, Schwarz und Sahler fehlen ja bei Rapid noch verletzungsbedingt. Leimer ist das. Christoph Lauers, der einzige Ausländer im Kader der Rieder Mannschaft. Jetzt Achtung, Drechsel, Heber und nicht ungefährlich. Helge Peier muss sich da strecken bei diesem gefühlvollen Heber von Herwig Drechsel. Heute wieder in Bestform, lange Zeit ja gesperrt gewesen, auch im Teamkader mit dabei gewesen bei Otto Baric. Und eine düstere Miene von Lothar Matthäus. Er sieht, es läuft einfach nicht richtig bei seiner Mannschaft, bei Rapid. Da kommt Hannes Forster. Acker Gündüz muss mit einer Seitenbandzerrung schon nach etwa 25 Minuten ausscheiden. Das ist natürlich Pech, nicht nur für ihn, sondern natürlich auch für die Rieder Mannschaft. Da haben wir Poschner, Foul von Hannes Forster, eben eingewechselt. Und wie immer tritt Wallner die Freistöße. Und da versucht Jasic an diesen Ball heranzukommen. Aber nicht gelungen. Rapid meist nur über Standardsituationen einigermaßen gefährlich. Muss ich das sehr vorsichtig ausdrücken. Und wieder Ried. Die zwingenden Aktionen fehlen auch noch. Ja, das war zirkusreif. Hannes Forster mit Oliver Freund. Es gibt kein Foul, es gibt einen Eckball. Ja, hat recht hübsch ausgesehen, einen Eckball für Ried. Immer Herwig Drechsler macht alles, alle Freistöße, alle Eckbälle. Lauers! Und das war die allerbeste Möglichkeit nach einer guten halben Stunde oder nach einer knappen halben Stunde, besser gesagt, für die Rieder Mannschaft. Noch einmal, Lauers geht da gut hinauf, wird zwar von Markus Hieden etwas behindert, aber es bleibt beim 0:0. Dann wird etwas besser kombiniert, natürlich wieder Herwig Drechsler, technisch sehr sauber gemacht. Rothbauer kommt immer wieder über die rechte Flanke. Angerschmidt und Tor! 28. Minute.
Michel Angerschmidt macht das 1:0, sein zweites Saisontor. Und er ist wirklich ein Schrecken für die Hütteldorfer, denn sein erstes hat er auch gegen Rapid beim 2:2 hier in Ried gemacht. Er ist zufrieden, Alfred Tatar, seine Mannschaft in Führung, sollte es heute doch den zweiten Heimsieg geben, aber es ist ja noch lange bis zum Schlusspfiff. Wir sehen hier einen Aufsetzer, aber ich glaube, da war Helge Beyer doch etwas mit dabei, hat nicht allzu gut ausgesehen bei diesem Ball. Obwohl er natürlich schwierig zu halten war. 1:0 auf alle Fälle für Ried. Eckball Boschner. Leichter Nebel fällt ein, man sieht schon jetzt an diesen Bildern, da versucht Slagolikakis, gar nicht so schlecht, dieser Kopfball aber ein bisschen zu klein war, der Grieche Slagolikakis. Weiterhin 1:0 für Ried, noch einmal die Hereingabe von Freund. Und nichts passiert, Nebel wird etwas stärker, Freistoß wieder für Ried, Herwig Drechsel direkt in die Arme von Peyer. Pausenstand 1:0 für Ried im Stadion, im Innviertel. Und da sehen Sie, der Nebel wird von Minute zu Minute stärker. Es fehlt bald der Durchblick, aber Schiedsrichter Mossböck sagt zunächst weiterspielen. Nächste Szene. Wir werden nicht mehr allzu viel sehen in dieser zweiten Hälfte, denn Sie sehen einfach nichts zu Hause. Auch wir haben im Stadion nicht allzu viel gesehen. Aber diese Szene müssen wir uns anschauen. Christoph Lauers, gut gemacht, abgefälscht und Tor! 47. Minute. Das ist das 2:0 für die Innviertler Mannschaft. Und ihm fällt natürlich ein Stein vom Herzen. Christoph Lauers mit seinem vierten Saisontor. Der Belgier, der nicht immer von Beginn an aufgeboten wird. Aber da Radovic heute, wie gesagt, nicht fit ist, ist er die zweite Sturmspitze. Wir sehen hier, der Rettungsversuch kommt zu spät und jetzt achten Sie auf diese Aktion. Radajcik war da mit dem Fuß noch dazwischen und hat abgefälscht. Und jetzt sehen wir es ganz genau. Da ist er und da hat natürlich Peyer keine Chance. Ried liegt mit 2:0 in Führung. Der Nebel wird stärker, der Ball wird gewechselt. Es kommt ein oranger Ball. Endlich muss man sagen, es kommt zu Diskussionen und Kollege Reinhard Waldenberger war mitten am Spielfeld mit dabei. Weitergespielt werden. Das sieht man nicht, aber wird langsam kritisch, würde ich sagen. Ja. Aber zurzeit geht es noch. Ja, Mossböck lässt weiterspielen. Zwei Szenen möchten wir Ihnen noch zeigen, die man einigermaßen sieht. Diesen Schuss von Forster, Peyer hält, aber es ist fast nichts mehr zu erkennen. Es ist fast schon irregulär geworden. Noch einmal mit der Hintertorkamera sieht man es noch am besten. Hannes Forster war das und jetzt kommt noch eine Möglichkeit für Rotbauer. Das waren auch die besten Chancen nach dem Seitenwechsel. Das Match erstickt förmlich im Nebel. Bin schon gespannt dann auf die weiteren Interviews. Ried gewinnt also gegen Rapid mit 2:0 und feiert damit den zweiten Heimsieg in der laufenden Meisterschaft. Ja, die Rieder feiern und für Lothar Matthäus gibt es eine ganz bittere Bilanz bisher. 9 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden und 6 Niederlagen. Und diese Negativserie und der dichte Nebel, die waren natürlich auch die Hauptthemen bei den Interviews von Reinhard Waldenberger. Zeitweise konnte man die Spieler von Ried und Rapid nur schemenhaft erkennen. Hätte man nicht abbrechen müssen, Herr Schiedsrichter? Heute war es nicht abzubrechen. Tatsache ist, es ist um die 60. Spielminute in etwa der Nebel recht stark geworden. Da habe ich einmal beim Freistoß kurz unterbrochen, habe allen Beteiligten Bescheid gesagt und es ist Gott sei Dank nachher etwas leichter wieder geworden. Das heißt, es war regulär? Es war gerade noch regulär. Alfred Tata, wovor haben Sie mehr gezittert? Dass Rapid ein Tor schießt oder dass der Schiedsrichter abbricht? Na, zu Rapid sage ich nichts, da gibt es Leute, die sich dort mit der Sache beschäftigen. Was ich zum Nebel sagen kann, ist, dass es durchaus an der Grenze zum Regulären war. Und Kompliment, wirklich ein großes Kompliment an Herrn Mossböck, der mit seinen Linesmen die Sache im Griff gehabt hat und Gratulation zu seiner Leistung. Ja, ich würde sagen, es ist an der Grenze gewesen, man hat gerade von einem Tor bis zum anderen gesehen und es war mit Sicherheit an der Grenze. Lothar Matthäus, ich kenne Sie als tadellosen Sportsmann, der immer sein Letztes gegeben hat. Bei dieser Niederlage heute schmerzt Sie nicht, dass einige Spieler drinnen waren, die nicht unbedingt Typen waren, wo man sagt, okay, die gehen für einen durchs Feuer. Freilich tut es weh, wenn man einige sieht, dass sie nicht mit Herz dabei sind.
Und das werde ich natürlich auch intern ansprechen. Ich werde hier keine Namen nennen, aber ich glaube, jeder weiß, was er gebracht hat und was er imstande ist zu leisten. Und das langt einfach nicht, dass man heute so eine Leistung hier abliefert. Und deswegen braucht man sich auch nicht wundern, wenn man zum Schluss mit leeren Händen dasteht. Was mich auch gewundert hat, Sie waren völlig ruhig während des Spiels, als doch die Sicht schon sehr schlecht war. Als Sie zu mir mal gesagt haben am Anfang, man kann noch weiterspielen. Ich glaube, 10 Minuten vor Schluss haben Sie gesagt, jetzt ist es eigentlich fast irregulär. Trotzdem haben Sie nichts gesagt. Ja, erstens mal war es vielleicht ganz gut für mich, dass ich nicht so viel vom Spiel mehr mitbekommen habe. Sonst hätte ich mich noch mehr geärgert, zumindest was auf der anderen Seite abgelaufen ist. Ganz sicher waren die Sichtbedingungen nicht gut, vor allem die letzte Viertelstunde, 20 Minuten. Aber der Schiedsrichter wollte natürlich auch die Zuschauer nicht verärgern. Ried war 2-0 verdient in Führung, zumindest was die erste Halbzeit betrifft. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, hat mir auch der Durchblick gefehlt. Nicht nur was das Spiel der Mannschaft betrifft, sondern eben auch durch die Sichtverhältnisse. Aufgrund der ersten Halbzeit geht der Sieg für Ried auf jeden Fall in Ordnung. Und wie gesagt, was soll ich mich da jetzt groß noch 90 Minuten ärgern auf dem Platz, wenn ich sehe, was da gespielt wird. Man kann es analysieren nach dem Spiel. Man kann versuchen, der Mannschaft auch wieder in weiteren Trainingseinheiten weiterzuhelfen. Aber man versucht zu helfen. Aber die Mannschaft setzt es einfach im Spiel nicht um und deswegen gibt es auch dann solche Ergebnisse und solche schlechten Spiele.